that shit. Also das Feedback war durchaus positiv oder durchweg positiv im Endeffekt, so wie du schon gerade gesagt hast eben, also sowohl von jetzt, sag ich mal, Fans, Supportern, als auch jetzt irgendwie von Kollegen irgendwie oder auch von Leuten, die jetzt irgendwie in den Medien sitzen und das dann irgendwie nochmal, ja, nach anderen Kriterien irgendwie bewerten. Also durchweg positiv und ich habe sehr, sehr viel coole Nachrichten auf Facebook bekommen und, also da wurde ich überhäuft mit Liebe. Super. Also Rebellen auf Standby, ich würde jetzt noch gar nicht zu viel verraten wollen, ehrlich gesagt, zu dem Album an sich. Wenn ich jetzt den Albumtitel erkläre, dann würde ich schon wahrscheinlich zu sehr irgendwie vorweggreifen. Man kann sich schon mal irgendwie so ein paar Gedanken machen, was das irgendwie bedeuten könnte, ohne übertriebenes Generationsgelaber irgendwie. Aber da, also alle die ganzen Themen, die im Endeffekt bei MVMO angeschnitten worden sind, die werden dann nochmal vertieft behandelt im Endeffekt, aber nicht irgendwie schwer bekömmlicher oder so, sondern genauso wie bei, wie es bei der EP jetzt im Endeffekt auch war. Und ich kann mir aber natürlich noch vorstellen, dass noch viel, viel mehr Sachen irgendwie dazukommen und dann man vielleicht gleich irgendwie Material hat für das Album darauf, weil da habe ich eigentlich auch schon so, ja, gibt es zwei verschiedene Visionen, die ich da irgendwie noch habe. Also jetzt ist gerade so wieder die manische Phase, wo extrem viel irgendwie geschrieben wird, produziert wird, aufgenommen wird. Ich würde es gerne dieses Jahr noch rausbringen. Jetzt ist es nur gerade so, dass wir gerade dabei sind, irgendwie einen dicken Fisch ans Land zu ziehen. Und dann kann das natürlich heißen, dass das Album auf nächstes Jahr verschoben wird, was dann aber eigentlich nur bedeutet, dass es noch größer einfach wird, ne? Was ja natürlich dann auch in meinem Interesse oder ich hoffe auch im Interesse der Fans irgendwie ist. Und der Hater. Also so das Verhältnis zwischen mir und Krull, das war schon davor sehr, sehr gut. Also sowohl mit David Laurin als auch eben mit Felix Krull und Pretty Mo und Elias von Goofy Smackers und DJ Scream. Also da hat sich jetzt gerade so ein neues Münchner Konglomerat irgendwie aufgetan. Und ja, im Endeffekt sind das auch die einzig relevanten Künstler gerade irgendwie in München. Es gibt noch Tilosch irgendwie, es gibt noch großes K, aber gerade die für freshen neuen Sound stehen, das sind auf jeden Fall wir. Und da wird in Zukunft auch noch sehr, sehr viel kommen, was immer so eine krasse Standardfloskel irgendwie ist. Aber wir sind immer fleißig am Machen und bei jedem auf den Projekten sind wir irgendwie vertreten und so weiter und so fort. Und mal gucken, was dann noch irgendwie gemeinsam tatsächlich irgendwie kommt. Das muss man einfach mal gucken. Beast Mode, also ich weiß, dass Meek Mill ist im Beast Mode. Ich glaube, Animus ist sehr häufig im Beast Mode irgendwie. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Pumper-Jargon und das ist so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge auf jeden Fall, weil wir sind jetzt nicht permanent im Beast-Mode. Wir sind zwar gerade mies am Aufstemmen und Trainieren und so weiter und so fort, aber das ist einfach so der allgemeine Beast-Mode, der gerade vorherrscht. Also auch auf Musik bezogen und so weiter und so fort. Beast-Mode ist dann quasi das Neue läuft. So. Beast-Mode. Nee, also es ist tatsächlich so, also es ist auch wieder so halb, ne? Also manchmal ist es einfach zu eklig geworden, fast schon teilweise, weil man kriegt direkt irgendwie die Meinung von irgendjemandem mit, die man eigentlich gar nicht wissen will. Und das hat sich einfach so ein bisschen verschoben. Das ist das, was nicht so cool ist. Dann gibt es natürlich auch genauso hängengebliebene Leute irgendwie wie ich, die da einfach nur irgendeinen Schwachsinn posten und das dann eher irgendwie amüsant. Und je nachdem, wie das Roaming das ist, dann ist in dem Land, wo ich mich dann aufhalte, da muss man mal gucken, ob das dann schon reicht von der Kohle oder ob man dann einfach sagt, man muss eine kurze Twitter-Pause einlegen, damit man sich da nicht dumm und dämlich tweetet. Arm und dumm und dämlich tweetet man sich eh schon, aber dass man sich da nicht arm und broke irgendwie twittert quasi. Ja, also ich habe es mir angehört und ich finde es geil. Also so, natürlich sind es nur 10 Songs, das ist so vielleicht ein weinendes Auge, ein lachendes ist dann vielleicht einfach so, dass da einfach wahnsinnige Songs irgendwie drauf sind. Und ich glaube, das wird einfach so einen Effekt haben wie 808 und Heartbreaks, dass man das mit der Zeit noch viel, viel mehr zu schätzen weiß dann irgendwie als an dem Moment, wo es irgendwie rauskommt und man dann vielleicht erst ein bisschen verstört ist und dann mit der Zeit immer mehr irgendwie merkt, okay, wie krass das eigentlich ist.
Und nee, also mag ich sehr. Solche Leute muss es ja irgendwie einfach geben, sonst gibt es nichts mehr, worüber die anderen Leute sich irgendwie aufregen können. Manchmal wird es halt natürlich ein bisschen lustig, wenn dann so Paparazzi-Action sind und er gegen Schild läuft und da irgendwie austickt und so weiter und so fort. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass irgendwie bei ihm das Gefühl sich irgendwie breit macht, dass er nicht mehr ernst genommen wird, seitdem er mit Kim Kardashian irgendwie zusammen ist und dass er aufgrund dessen jetzt auch eben so ein krass wütendes Album irgendwie aufgenommen hat. Und nee, super, also muss es auch geben. Also wüsste jetzt nicht, was da irgendwie verkehrt dran ist oder so. Oder wenn es einen, ich finde immer so, wenn einen irgendwas nervt, dann muss man sich ja auch nicht reinziehen, so, ne? Also das, ja. Auf jeden Fall habe ich das mitbekommen, finde das auch geil und vor allem ist halt natürlich sehr, sehr cool irgendwie zu sehen, dass wenn du einen sehr, sehr großen Künstler irgendwie hast, dass dann auch die Vorlaufzeiten nicht mehr so groß sein müssen, sondern dass du einfach sagen kannst, ey, in 2 Wochen kommt ein Album oder es war ja im Endeffekt jetzt bei Yeezus war das ja auch nichts anderes, dass sehr, sehr wenig Promo gefahren wurde, also zumindest die herkömmliche Promo irgendwie reduziert wurde und einfach andere Wege irgendwie gegangen worden sind und das fand ich dann natürlich irgendwie großartig. Also so ist eine geile Idee, das sind natürlich dann aber auch Leute, die sich das einfach leisten können, ja? Bei denen reicht das dann einfach schon von dem Standing, was sie haben und deswegen können die dann eben solche Wege irgendwie beschreiten und dann ist natürlich geil, dass sie das auch machen. Also so, ich meine, da kann man jetzt immer diskutieren drüber, welcher von diesen 1 Million Samsung Besitzern dann wirklich das neue Jay-Z Album irgendwie auf seinem Telefon haben möchte oder nicht, aber an sich natürlich großartig. Also French Montana, Excuse My French, verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum das irgendwie so weggehatet wird. Ich meine, Verkaufszahlen sind die eine Geschichte. Das hat jetzt nicht viel verkauft oder hätten wahrscheinlich alle irgendwie mehr erwartet, aber daran sollte man jetzt nie irgendwie Musik versuchen zu messen. Und von den ganzen alten Sachen, also was heißt alten Sachen, von den ganzen letzten 3 Mixtapes oder so, die er gemacht hat, ist da jetzt kein großartiger irgendwie Unterschied, dass er auf einmal irgendwie esoterische Xylophonmusik oder sowas macht, dass man das jetzt direkt weghaten müsste, sondern es ist einfach konsequent irgendwie weiter. Harry Fraud ist jetzt, glaube ich, gar nicht drauf vertreten, das schmerzt den einen oder anderen. Also hätte ich natürlich auch cool gefunden, aber ey, ich finde das ein solides Album, ist geil. Kann man sich super pumpen, verstehe ich den ganzen Wirbel irgendwie nicht, aber ja, Geschmäcker sind doch immer verschieden. Und J. Cole Album großartig, finde ich geiler als das erste. Mir hat das erste ehrlich gesagt gar nicht zugesagt. Also das erste Album von ihm fand ich nicht so geil. Und jetzt hat er irgendwie für mich das Album irgendwie abgeliefert, was ich mir wahrscheinlich schon davor irgendwie gewünscht hätte. Wenn man einen Wunsch äußern darf, super geil. Also gerade der Opener-Song Villuminati finde ich den dritten Verse unfassbar krass. Also der ist, glaube ich, nur so 8 Takte lang. Aber was er da auspackt, ist sehr, sehr geil und auch von der ganzen Stimmung, die er irgendwie erzeugt, finde ich das sehr, sehr geil. Also vor allem fernab von dem, was jetzt gerade, also wenn wir jetzt das French Montana Album gerade nehmen als Gegenbeispiel, was natürlich schon sehr, sehr auf diesen YMCMB-Einheitsbrei gerade ausgelegt ist, also alles so irgendwie Trap, Fast Food, Mucke, hat halt Cole damit gar nichts zu tun, hatte er jetzt auch noch nie, aber ist dann natürlich cool zu sehen, dass jemand da einfach da weitermacht, wo er irgendwie aufgehört hat, nur einfach im Besser. Also ich finde es geiler als das andere davor. Yo, mein Name ist Ali Ass, Rebellen auf Standby kommt demnächst. Demnächst ist noch ein bisschen dehnbarer Begriff, aber wem MVMO irgendwie zugesagt hat, der wird Rebellen auf Standby lieben. Und freut euch auf was ganz, ganz Grandioses, Geiles, Großartiges. Peace.